Was soll ich dazu sagen? Wegen Diversität. Nikolaus erhält Hausverbot in Kindergarten. Ihr habt richtig gehört, meine Freunde. Wie die Jf hier berichtet, darf ein Nikolaus verkleideter Mann wir wissen ja alle, gibt es ja nicht mehr den Nikolaus, den Sankt Nikolaus, den gab es ja mal vor etlichen Jahrhunderten. Aber die Männer, die sich jetzt heute darin verkleiden und den Kindern eine Freude bereiten, den Kindergarten aufsuchen, dort vielleicht aus so einem großen Buch, so kenne ich das aus meiner Geschichte, aus meiner Jugend dann vorlesen und sagen, ja, du hast da Quatsch gemacht, da hast du dich nicht benommen, das hast du gut gemacht, das hast du schon gelernt und so weiter. Und dann gibt es eine schöne Belohnung. Das ist eine Autorität, wenn er da kommt mit seiner riesengroßen Mütze. Und man kann das natürlich sagen, ja, das ist jetzt nichts, was mich tangiert und alles. Aber ich glaube, sowas ist schon prägend und auch irgendwo in einer Art und Weise relativ wichtig. Und bei uns, also ich bin 83er Baujahr. Bei uns war das dann so, wie ich dann nachher, als ich dann Jugendlicher war, erfahren habe, war das meistens auch, wenn wir das im nachbarschaftlichen Bereich gemacht haben mit den Nachbarskindern und mit deren Eltern und so weiter, dass der Großvater von manchen Kindern dabei war und der wiederum sich als Nikolaus verkleidet hat. Als Kind hat man das ja nicht gecheckt mit fünf, sechs, sieben Jahren. Und dazu war noch einer seiner Söhne dabei damals vielleicht 25, 30 Jahre alt, wenn ich gerade mal ausholen darf, und der war als Knecht Ruprecht verkleidet. Und ja, ich bin in so einer Generation noch aufgewachsen, wo es dann hieß, der hat Quatsch gemacht und hatte der tatsächlich eine kleine Rute dabei und da hat er so tendenziell mal zweimal auf den Popo gehauen, weil der Quatsch gemacht hast, was die Eltern da verpetzt haben quasi und dann war das Ding durch. Das könnte man vielleicht heutzutage definitiv weglassen. Das bringt jetzt nicht so viel, geschadet hat es meiner Meinung nach auch nicht. Nichtsdestotrotz, die gänzliche Hausverbote bezieht sich nämlich hier auf Salzburg in Österreich. Grüße an alle Österreicher gehen raus. Erstmals seit Jahrzehnten darf ein Nikolaus verkleideter Mann nicht mehr die Kinder im Kindergarten der Gemeinde. Pleinfeld in Salzburg besuchen. Ein Bericht der Salzburger Nachrichten zufolge wollen ihn die Verantwortlichen dieses Jahr von den Kindern fernhalten. Wisst ihr, es klingt ja hier fernhalten so, nach dem Motto, der macht da was ganz Böses und Schreckliches. Der Nikolaus trägt traditionell eine Kopfbedeckung mit deutlich sichtbarem christlichem Kreuz. Ja, das ist unverkennbar, ganz klar zu sehen. Als Gründe dafür geben sie im Bericht dort die Diversität und kulturelle Unterschiede an. Außerdem hätten einige Kinder Angst vor dem Mann mit dem roten Gewand, der üblicherweise am 6. Dezember die Kleinen erfreut. Tja, Leute, ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ist das sinnvoll, ist das notwendig, dass hier so vorgegangen wird und wie seid ihr mit so einer Situation aufgewachsen? Aber auch noch der Bürgermeister hier, der ganzen Huber von der ÖVP, Seit 14 Jahren bereits im Amt zeigt sie sich überrascht, denn zumindest hat sich bei mir noch nie jemand darüber beschwert, dass der Nikolaus zu den Kindern kommt. Er berichtet vielmehr von empörten Eltern, die sich an ihn gewandt haben, weil diese nicht verstünden, warum der Brauch nach so vielen Jahren gebrochen werde. Der Erzieher erwägen nun aufgrund der Proteste, die Kinder darüber abstimmen zu lassen, ob sie vom christlichen Mann Süßigkeiten annehmen wollen. Und den Kindern wird das doch egal sein, wie das ist. Die Kinder wissen doch gar nicht um Religion und das Ganze. Ach Leute, ich kann es einfach nicht mehr hören. Lasst gerne ein Abo da. Danke für die Unterstützung. Bis zum nächsten und ciao.